Freunde, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, bekannt auch als Mr. T. Heute mit einem sehr spannenden Thema, und zwar, ich werde immer wieder mit folgender Frage konfrontiert. Lieber Andreas, ist es echt so, dass wenn ich einen Booster nehme, dass ich dann sozusagen einen Freifahrtschein habe, zu essen, was ich gerne möchte? Tja, und dann frage ich mich oft, wie kommst du oder wie kommt ihr darauf? Also die Fragen, die häufen sich. Und dann ist meine Frage, wie kommst du drauf? Ja, ich habe da so ein paar Annoncen bzw. auch Videos gesehen. Sag ich, was hast du da gesehen? Bei Instagram, bei YouTube. Und dann sage ich, ja, wer macht sowas? Oder was war das? War das eine gewerbliche Anzeige? Nee, das ist dann so, ja, verschiedene Jungs und auch vor allem, da taucht immer ein Name einer Lady auf, die da erzählt, dass wenn man einen Booster nimmt, dass man dann sozusagen Schokolade, Fastfood, Pizza und eben den Burger mit Pommes, dass man das einfach so essen kann, weil es ihre Figur natürlich auch so ist, weil sie einen Booster nimmt. Sage ich, wie bitte? Booster, Freifahrtschein für Fastfood und Co. und die Figur ist schlank und rank und so? Nee, kann nicht sein, weil letztendlich, wenn man einen Booster nimmt, der in Deutschland verkehrsfähig ist, dann schafft man es, wenn man das Ding in normalen Dosierungen, empfohlenen Dosierungen nimmt, dass eventuell zwischen 60, 80 und 100, je nach Muskelmasse, vielleicht sogar bis zu 120, 130 Kalorien zusätzlich verbrannt werden. Wenn man das aber jetzt in das Verhältnis setzt, was zum Beispiel so ein Burger-Menü mit Pommes, mit einem fetten Cheeseburger und allem drum und dran so bringt, wie kommen die dann darauf, dass sie, dass das so sein könnte, dass man essen kann, wenn man will, wenn man einen Booster nimmt? Erstmal ist für mich immer die Frage, für was nimmt man eigentlich einen Booster? Ein Booster ist doch dafür da, dass man die Trainingsintensität unterstützt. Was dadurch ein paar Kalorien mehr verbraucht werden, verbrannt werden, ist okay. Aber der Booster ist doch in erster Hinsicht dafür da, um eine höhere Intensität im Training zu fahren. Durch die höhere Intensität verbraucht man natürlich auch ein paar Kalorien mehr. Das sind die eben die 60, 80, 100, 120, vielleicht auch 130 Kalorien. Aber so ein Burger mit allem drum und dran, der hat da 600 bis 800 Kalorien. Oder auch eine Pizza, die bis zu 1000 Kalorien hat. Was steckt tatsächlich dahinter? Dahinter steckt doch nichts anderes wie ein Kameramann. Ja. Influencer heißt man sowas, oder? Influencer. Influencer, also nicht die Grippe, sondern es ist... Die ist aber auch scheiße. Die Grippe, scheiße. Grippe ist auch Mist, aber das sind halt Leute, die letztendlich natürlich versuchen irgendwie, weil sie vielleicht in der Schule nichts gelernt haben, ich habe keine Ahnung, ich möchte niemandem zu nahe treten. Man muss aber dazu sagen, es gibt auch einige gute. Ja, das ist richtig. Also, genau, ist richtig, er hat recht, interveniert sozusagen gerade. Es ist schon richtig, es gibt Leute, die sind gute Influencer, die haben auch eine Ahnung von dem, was sie machen. Das, was sie so rüberbringen, ist auch sehr, sehr gut. Aber es gibt eben einfach immer so ein paar schwarze Schafe, die irgendwelche Sachen erzählen, die so nicht haltbar sind. Was steckt da dahinter? Ganz einfach, die Dame, ich habe mir sie auch mal bei Instagram zu Gemüte geführt. Ja, sie ist von Natur aus schlank, sie ist noch sehr jung, sie war schon immer schlank. Und ja, und durch diese Aussage, man kann jetzt essen, was man möchte. Was macht sie damit? Sie trifft natürlich genau auf den Point, das, was der Zuschauer, der sich den Kanal natürlich anguckt, hören möchte. Weil da ist natürlich schon so, ja, ich möchte gerne abnehmen, aber ohne Verzicht natürlich. Ich muss natürlich alles weiterhin so essen, wie ich es gerne hätte. Aber das Körperfett muss runter. Das ist der Hintergrund. Das ist letztendlich die Aussage, und was macht sie dann? Dann gibt es unten drunter natürlich, weißt du, so einen Gutschein, Rabattcode, was weiß der nicht, was alles. Oder einen sogenannten Affiliate-Link. Und dann können die Leute bestellen und sie verdient dann an dem Präparat mit. Das Ganze ist auch sehr in der Network-Marketing-Szene sehr stark vertreten. Was ist das nochmal? Network-Marketing-Szene, da ist das Ganze sehr stark vertreten. Also Network-Marketing-Szene, auch wieder ein super, super, super spannendes Wort, wo ich mein Alter fast nicht rauskriege. Ihr wisst, was er meint, das ist sicherlich so ein Strukturvertrieb. So, wisst ihr, das Pyramide, oben sitzt der Gott und unten sitzen die Jünger, die dann das Zeug unter die Leute bringen. Ja, und das ist die Hauptaussage, ist einfach dahinter den Leuten so
Dinge zu sagen, die sie gern hören möchten, weil wenn wir das nicht hören, du musst nichts machen, du kannst einen Booster reinballern, da gehst du ordentlich in Fastfood-Laden, ladest du ordentlich alles rein, alles easy, Schlangen, guck mal, alles easy. Ja, und das Problem, was dabei entsteht, ist, dass natürlich solche Leute sogenannte verbrannte Erde hinter sich lassen. Weil es gibt Nahrungsergänzungen, beziehungsweise Nahrungsergänzungen sind ja gut, es gibt ja auch Booster, die funktionieren, aber man muss sie halt richtig benutzen. Wenn man natürlich jetzt seine Ernährung umgestellt hat, zum Beispiel auf gesund und auf ein leichtes Kaloriendefizit, man hat sein Training angepasst, dass man Fettstoffwechseltraining hat, sodass der Fettstoffwechsel auch aktiviert wird, wenn man die roten Muskelfasern aktiviert, dann ist ein Booster echt eine gute Sache. Und dann funktioniert es auch. Aber wenn dann keinerlei Rücksicht drauf genommen wird aufs Training, auf die Ernährung und dann wird sowas ausprobiert, was macht der User und sagt, hey, was soll der Scheiß, funktioniert ja gar nicht. Ja, und dann kommen sie irgendwann zu mir und sagen zu Andreas, bla bla, Booster, Schwachsinn, Scheiße, was weiß ich was, na, muss ich natürlich wieder den Karren aus der Scheiße ziehen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Nur weil es draußen so ein paar Leute gibt, die tatsächlich glauben, dass sie mit, wie soll man sagen, schwindeln, betrügen, kann man das auch anders ausdrücken, keine Ahnung. Schwindeln, betrügen, oder? Würde ich sagen. Nicht verarschen, nicht die Wahrheit sagen. Versuchen die halt irgendwie Kohle zu machen. Ey, hallo? Man darf ja gerne Kohle verdienen, man darf auch gerne Sachen verkaufen, aber wenn, dann bitte so, dass man den Leuten nicht irgendein Märchen erzählt, weil das funktioniert so nicht. Das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Und da muss man euch dazu sagen, auch wenn es wirklich draußen Leute gibt, die tatsächlich denken, dass sie ihre 10, 15, 20 Kilo, was sie vielleicht zu viel haben, reduzieren möchten. Sie nehmen dazu einen Booster und können weiterhin das Essverhalten so beibehalten, wie sie die ganze Zeit betrieben haben. Die sind natürlich völlig vom Holzweg. Das funktioniert so nicht, ihr Lieben. Also wenn ihr einen Booster benutzt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr einen Booster benutzt, der in Deutschland verkehrsfähig ist, Nummer 1. Nummer 2, die Dosierung einhalten, denn so ein Booster in Überdosierung mit zu viel Koffein und so, das ist auch nicht so prickelnd. Also Dosierung einhalten, dann das Ernährungsverhalten anpassen und dann das Bewegungsverhalten anpassen, Trainingsplan entsprechend strukturieren, dann läuft das Ganze auch. So einfach ist das, Freunde. Tja. Zu dem Thema Dosierung. Ja. Habe ich mal eine ganz gute Erfahrung gemacht. Mhm. Jetzt muss ich mal, ich nehme mal hier kurz das Mikro, damit mich auch gut versteht. Das ist nämlich hier unten durch. So, jetzt, ja, ich komme dir jetzt ein bisschen nahe. Ich habe mir vor kurzem mal so eine Packung Guarana-Cookies bestellt, okay. Also gekauft. Mhm. So, es waren, ich glaube, 150 Gramm insgesamt. Ich weiß, was du gemacht hast. Du hast ja alle gefressen. Ja, es waren insgesamt, ich glaube, 300 Milligramm Koffein. Wie ging es dir dabei? Eichhörnchen auf Koks, sage ich nur. Mhm. Seht ihr? Ich habe die Nacht durchgemacht, konnte nicht schlafen und das war dann kein Spaß. So, und das zum Thema Booster. Ich mache sie wieder dran und... Booster kann man nehmen, das ist völlig unproblematisch, wenn die Dosierung eingehalten wird, wenn die Regeln eingehalten werden. Aber bitte, seid doch nicht so naiv und glaubt alles, was erzählt wird. Wenn unten drunter tatsächlich so ein Gutscheincode ist, ein Rabattcode und so, da muss man echt ein bisschen drüber nachdenken, meint die Person das jetzt alles wirklich so ernst? Oder ist der Fokus irgendwie... ganz anders. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte es jetzt nicht so direkt ausdrücken. Soll man echt machen? Ah ja, komm, hey, die verarscht. Die Leute werden. Es sind Menschen, die andere verarschen. Das macht man nicht. Das macht man einfach. Das gehört sich einfach nicht. Nicht verarschen, bitte. Und lasst euch nicht verarschen. Und alle Influencer da draußen korrekte Arbeit abliefern, weil sie wissen, was sie tun. Euch habe ich nicht gemeint. Es gibt da so ein paar schwarze Schafe, die vielleicht jetzt genau zugucken. Und genau ihr seid damit gemeint, verarscht die Leute nicht, seid ehrlich. Und wenn ihr sowas verkauft, dann achtet mal drauf, dass ihr oben die Birne einschaltet. Und mal genau drüber nachdenkt, was ihr da eigentlich macht. Ihr verarscht die Leute. Und die Leute verlieren vielleicht dann irgendwann den Bock am Sport. Die Leute verlieren irgendwann den Bock, überhaupt noch was zu tun. Warum? Weil sie keinen Erfolg haben. Warum haben sie keinen Erfolg? Weil Märchen erzählt wurde. So, und das war's jetzt, Freunde. Wenn ihr was zu meckern habt, könnt ihr unten reinschreiben. Alles easy. Ich bin bereit.